Ich habe jetzt meine 6 Reihen, insgesamt 12 Reihen gearbeitet. Man kann die leichte A-Linie schon ein bisschen erkennen. Ich mache jetzt meine 3 Wände, Luftmaschen. So, und jetzt geht es über eine einzige Reihe. Doppelte Vs weiter heißt. Ein Stäbchen, ich muss mal gerade hier meinen Faden etwas länger rausholen. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und in die gleiche also ins gleiche V rein nochmal zwei Stäbchen. Und das über eine Reihe. Weiter hopsen. Hier ist das nächste V. Nicht da rein, das ist ja kein V. Da. Ihr müsst immer schauen, dass ihr zwei Stäbchen in eine Einstichstelle habt und da ist eure nächste Einstichstelle, also hier, euer nächstes V. So, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und schon habt ihr wieder vergrößert. Wir hopsen einfach ohne Luftmasche wie gehabt weiter in die nächste, in das nächste V und arbeiten da unser Doppel-V rein mit zwei Luftmaschen dazwischen. Jetzt mache ich mal weiter, weil das gleich sowieso hier meine Reihe beendet ist. Diese Wolle nervt mich gerade tödlich. Nee, Mist, vertan. So schnell kann das passieren, dass man sich hier rucki-zucki mal vertut. Habe ich jetzt schon zwei? Ja. So, Reihe gleich beendet. Nicht vergessen, ganz wichtig, auf die dritte Luftmasche von der Vorreihe, vom Ersatzstäbchen. Euer Begrenzungsstäbchen arbeiten. So, und das ist jetzt einmalig Doppelfaust. 1, 2, 3 wenden. Denn jetzt geht es mit einem Stäbchen auslassen weiter. Hier in das zweite Stäbchen. Ein Stäbchen. Und nun muss ich überlegen, war das eine
ein Stäbchen oder waren es sofort zwei? Nee, das war nur ein Stäbchen. Ein Stäbchen hier rein. Wenn ich jetzt falsch liege, ich pinne euch da das Originalvideo an. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das jetzt zwei Stäbchen ins V war oder ein Stäbchen ins V. Aber ich meine, es war nur ein Stäbchen. Oder? Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Ja, kein Plan mehr. Ich probiere es einfach mal jetzt so aus. Ja, doch, ich glaube, das war jetzt nur erstmal ein Stäbchen in das Vor-V, sag ich jetzt mal, diese hier auslassen, weiter hopsen, genau, 1, 2, ja. So. Stäbchen aufs zweite Stäbchen, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und dann hier nach der Lücke aufs erste Stäbchen. Ohne Luftmasche weiter 2 Stäbchen freilassen. Auf das erste Stäbchen, sage ich jetzt mal vor der Lücke, Stäbchen. In die Lücke Stäbchen. 2 Luftmaschen in die gleiche Einstichstelle. Ein Stäbchen nach der Lücke in das Stäbchen und dann kommen wieder 2 Stäbchen freilassen. Also haben wir hier 1, 2. Eins vor die Lücke, eins in die Lücke, 2 Luftmaschen in die gleiche Einstichstelle. Und nach der Lücke auf das Stäbchen ein Stäbchen. Wieder 2 freilassen, sind ja immer über dann. Stäbchen auf das Stäbchen vor der Lücke. In die Lücke ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Gleiche Einstichstelle, Stäbchen rein. Nach der Lücke in das Folgestäbchen oder nächste Stäbchen. 2 Stäbchen freilassen. Vor der Lücke ein Stäbchen. In die Lücke ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. In die gleiche Einstichstelle ein Stäbchen. Nach der Lücke ein Stäbchen aufs Stäbchen. Dann wieder 2 Stäbchen freilassen. Vor der Lücke ein Stäbchen. In die Lücke ein Stäbchen. Gleiche Einstichstelle, Stäbchen. Und nach der Lücke. Und das macht ihr dann jetzt weitere 5 Reihen. Ich mache jetzt noch mit euch die Reihe zu Ende. Der Faden geht mir hier so auf den Senkel, ne? Und euer Begrenzungsstäbchen nicht vergessen. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Ja, wirklich in die dritte Luftmasche rein und nicht auf dieses Stäbchen hier. Da ist die dritte Luftmasche vom Begrenzungsstäbchen.
Denn ihr müsst unbedingt ja dieses Stäbchen hier freilassen. Eins, zwei, drei. Zweite Reihe. Stäbchen wird freigelassen. Da müsst ihr rein. So. Und das lustig weiter über fünf Reihen. Ihr habt es gesehen, wie es gemacht wird. Dann würde ich mal sagen, bis zur Fortsetzung.